Drive Club für PS Plus kommt erstmal nicht, Prey 2 kommt gar nicht mehr und Assassin's Creed kommt in den Zweiten Weltkrieg. Hossa Internet, das sind die News. Heute ist Halloween und ich bin Batman. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber jetzt ist Prey 2 endgültig tot. Das hat Pete Hines von Bethesda auf der PAX Australia gegenüber der Website CNET bestätigt. Als Grund sagt er, dass nach all den Jahren der Entwicklung das Spiel einfach nicht die Qualitätsstandards erreichen konnte, die Bethesda sonst an seine Spiele stellt. Prey 2 wurde ja damals 2011 angekündigt und dann gab es eine wahre Schlammschlacht zwischen Entwickler Human Head Studios und dem Publisher Bethesda über nicht bezahlte Rechnungen, über nicht eingehaltene Milestones. Und das ist jetzt wohl das Ende vom Lied. Die Fans hatten jahrelang Hoffnung, dass das doch noch rauskommt, denn auch Teil 1 hat fast über 10 Jahre gebraucht, um von der ersten Version zum fertigen Spiel zu kommen. Das wird es bei Prey 2 jetzt aber nicht mehr geben. Das heißt nicht, dass es gar kein Prey-Spiel mehr geben wird, denn Bethesda möchte an der Marke festhalten und behält sich auch in Zukunft vor, neue Prey-Spiele zu machen, dann aber wohl nicht mehr mit Entwickler Human Head. Wer Drive Club spielen will, der muss es sich wohl oder übel ganz normal im Laden kaufen, denn die eigentlich geplante kostenlose PS Plus-Version kommt jetzt erstmal nicht. Das hat Shuhei Yoshida von PlayStation auf der offiziellen Drive Club Facebook-Seite bekannt gegeben. Die Gründe sind ein bisschen bekannt. Die Server laufen momentan immer noch mehr schlecht als recht. Und wenn da jetzt noch mehr PS Plus-Spieler auf die Server kommen würden, dann würde wohl alles endgültig zusammenbrechen. Wer also die Hoffnung hatte, PS Plus-Version von Drive Club jetzt schnell zu bekommen, der kann die erstmal begraben. Drive Club ist übrigens vor über 3 Wochen erschienen und kämpft damit mit SimCity und Diablo 3 um die Krone des beschissensten Online-Launches aller Zeiten. Assassin's Creed geht in den Zweiten Weltkrieg. Nein, nein, nein. Keine Angst, ist nicht noch ein Assassin's Creed-Spiel, was die jetzt auf einmal angekündigt haben, sondern offenbar Teil der Assassin's Creed Unity-Kampagne. Da gibt es nämlich eine Zeitanomalie, wodurch der Animus den Helden Arno nicht ins Paris der Französischen Revolution, sondern in das von Nazis besetzte Paris des Zweiten Weltkriegs teleportiert, mitsamt Zeppelin, Flugzeugen und allem, was man da eben noch so hatte. Es ist ein bisschen unklar, ob das die einzige Zeitanomalie sein wird, die es im Spiel gibt. Es sieht aber zumindest so aus, als könnte das jeder Spieler, der das Spiel spielt, auch spielen, ohne irgendwelche Zusatz-DLCs kaufen zu müssen. Was es noch an Zeitanomalien geben wird, erfahren wir dann wohl erst, wenn das Spiel erscheint. Kurz vor Schluss jetzt nochmal dreiste Eigenwerbung. Es gibt nämlich neue Magazine am Kiosk. Zum einen die neue GameStar 11 2014 mit der großen Titelstory zu Far Cry 4 und für alle Fans des Landwirtschaftssimulators unser großes Sonderheft zum Landwirtschaftssimulator 15. Da sind jede Menge Guides zum Thema Modding und auch zu allen Maschinen drin. Außerdem ist hier die Vollversion vom Landwirtschaftssimulator 11 mit allen Add-ons drin, dass man da sofort loslegen kann. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal am Kiosk oder bei uns im Abo-Shop vorbei. Ansonsten war es das mit den News für diese Woche. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und bis Montag weiterspielen.